Hallo, ich bin Stefanie. Hallo, ich bin Stefanie. Stefanie, möchtest du uns heute von deinem Problem erzählen? Oder doch lieber wieder schweigen? Joachim. Ja, ist schon wieder passiert. Es gab ein Missverständnis im Sport. Und dann hatte ich letztens einen Kollegen am Telefon. Da habe ich gesagt, dann schließen Sie doch mal das Fenster. Sagt er, ja, gute Idee. Hier zieht es eh schon die ganze Zeit. Ich denke immer noch, es ist einfach das Beste, am Telefon eine Bandansage laufen zu lassen. Bitte starten Sie jetzt Ihren PC nun. Und die werten Kollegen drucken immer noch Mails in der Firma aus. Was ist der Grund dafür? Sie haben keinen Zugriff von zu Hause drauf. Also was soll das sein? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Mann, ehrlich, ich könnte kotzen. Das macht mich richtig aggressiv. Und überall auf den Schreibtischen Zettel, Passwörtern. Also, ich bin richtig glücklich. Mir geht's richtig gut. Gestern, da habe ich so ein Video gesehen. Da wurde gesagt, wenn man genau aufmerksam der Beschreibung folgt, dann wird es dann am Ende einen richtig gut gehen. Okay, jetzt machen wir eine Pause und danach machen wir mit der Übung für Vertrauen weiter. Okay, und jetzt sucht euch bitte einen Partner und stellt euch hintereinander auf. Vertrau mir. Ich bin Workspace One. Mit Single Sign-On. Da brauchen sich die Benutzer keine Passwörter mehr zu merken. Spinnst du? Die Leute hier sind meine einzigen sozialen Kontakte. Ich brauche das hier. Jeder soll vertrauen können. Die Abstimmung mit dem Vorgesetzten ist auch vereinfacht. Er erteilt mehrere Berechtigungen. Der Mitarbeiter wählt eine App aus dem Katalog und die App wird automatisch installiert. Also, schließt eure Augen und lasst euch fallen. Oh Gott. Ich kann das hier nicht aufgeben. Außerdem gibt es eine Intelligence-Funktion, die checkt, warum der PC buggt. Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal.